Mein Körper ist mitgegangen, aber meine Seele ist noch stecken geblieben, genau da vor dem Tag, bevor das Video viral gegangen ist. Das braucht Zeit, bis deine Seele das versteht, dass du gerade woanders bist und dass sich vieles verändert. Es war sehr schön, aber auch sehr tough. Hi, mein Name ist Umi Janta, ich komme aus Berlin und bin professionelle Rollstuhlfahrerin. Ich bin in Senegal, Thiès, das ist die kleine Stadt, da wurde ich geboren und ich bin, glaube ich, mit 2 Monaten nach Berlin gekommen. Also ich denke, mein Vater hatte in Senegal schon Deutsch gelernt und dachte sich, okay, für sein Auslandsstudium musste er sich irgendein Land aussuchen und ich glaube, fand Deutschland ganz cool und ist dann immer runtergegangen, hat seine Familie besucht und da hat er auch natürlich meine Mutter kennengelernt. Er hat sie immer wieder besucht, aber das ist natürlich auch anstrengend und irgendwann kam halt natürlich auch der Gedanke, dass sie mitkommt. Dann sind wir halt rüber nach Berlin. Ich glaube, für meinen Vater, der hat sich ja schon daran gewöhnt, in der Zeit war er in so einer Studiwohnung, ne? Also es ist eine Einzimmerwohnung. Und ich glaube, also ich kann mir vorstellen, dass es für meine Mutter schon die Hölle war, wenn du die Sprache nicht kannst. Und es ist halt natürlich schwerer, da irgendwie in eine Community reinzukommen. Beide erzählen unterschiedlich von dieser Zeit. Also mein Vater so, ja, das war so schön. Oh ja, da waren wir da feiern. Und ach, das war ja so eine schöne Zeit. Dadurch, dass er gut Deutsch sprechen konnte, hat er auch viel Kontakt mit Deutschen gehabt. Jetzt finde ich ihn noch deutscher als den deutschesten Deutschen, den ich kenne. Also wenn er zurück nach Senegal geht, die Leute, die sind schon genervt von ihm, weil er ist von den Vibes und von der Kultur her, ne, die es in Deutschland so ist, nimmt er dann mit und hat da so seine Prinzipien. Und meine Mutter, ich glaube, sie hat auch schöne Zeiten, aber ich glaube, dadurch, dass das so ein Cut für sie war, musste sie gleichzeitig die Sprache lernen und damit umgehen, wie die Leute mit ihr umgehen, vielleicht Rassismuserfahrungen erfahren. Das ist halt, ich glaube, nicht so schön wie die jetzt von meinem Vater. Die Grundschulzeit bin ich in Steglitz aufgewachsen, bis ich, glaube ich, 9 war. Ich hatte das Gefühl gehabt, ich war nirgends richtig, weil meine Lehrerin zu dem Zeitpunkt die Hölle war. Sie ist Frau Winter. Frau Winter. Schnee, Eis, Stress. Also die hat mich auch nicht gemocht. Das kann man sich so vorstellen, dass wenn du dich zum Beispiel meldest, sie dich extra übersieht und jemand anderes rannimmt. Oder wenn du dich meldest und die Antwort richtig sagst, dass sie, nee, das habe ich aber gar nicht so, nee, also es wird immer umgedreht. Das heißt, du musst dir vorstellen, als kleines Kind, da denkst du immer, boah, du bist immer falsch und irgendwas stimmt mit dir nicht. Warum behandelt sie sich so kacke? Die hat mein Selbstwertgefühl in der Kindheit total zerstört. Ey, also ich habe mich so oft hinterfragt und da ist es egal, was deine Eltern sagen. Die können dir so oft genug sagen, so, nein, du bist es wert, du bist hübsch und du bist klug und ne, dieser Zuspruch, aber der nützt dir gar nichts, wenn du, ihr wisst ja selber, wenn man ein Kind ist, dann sind die Meinungen deiner Mitschüler so wichtig. Na klar, die waren nett, aber wenn du halt die einzige Schwarze in der Klasse bist, ist das natürlich so ein bisschen so, dann fragst du dich auch, warum bin ich so? Also du hinterfragst deine eigene Identität. Es gab auch viele so Kommentare, die man sich anhören muss. Und irgendwann glaubst du es ja selber, obwohl du eigentlich weißt, das stimmt ja gar nicht. Ne? Also zum Beispiel, du willst unbedingt mitspielen. Und dann sagen sie, nein, du darfst nicht mitspielen. Ich so, hä, warum denn nicht? Weil du stinkst. Und ich so, hä, warum? Ja, meine Eltern haben gesagt, Schwarze stinken. So, und dann konnte ich halt nicht mitmachen. Ich sag jetzt nicht, dass ich gemobbt wurde oder irgendwie, aber es war halt auch einfach nicht einfach für mich. Es wurde besser, da bin ich dann 7., 8. Klasse auf eine Neuköllner Schule gegangen.
Das war so zum ersten Mal so die erste Klasse mit Schülern aus verschiedenen Ländern. Also meine Klasse war zur Hälfte deutschen Hintergrund, dann hatte ich 5 Schwarze, wow, das hatte ich noch nie, das war richtig krass. Und dann der größte Anteil war halt türkisch, mit türkischem Hintergrund und asiatische Mitschüler und arabische und auch Serben, was doch voll der schöne Mischmasch war. Und ich wünschte, das wäre überall so. Ich finde sowohl auch als, also nur wenn man nur in einer deutschen Klasse ist und die einzige ist mit dem Hintergrund, ist das nicht leicht, aber auch wenn man als jemand mit Hintergrund in der Klasse kommt mit voll vielen Schülern, die denselben Hintergrund teilen, aber nicht, also nicht deinen Hintergrund teilen, ist auch sehr schwierig. Ja, das war Neukölln und ich glaube, das hat mich so ein bisschen auch geformt. In der 10. dann kriegst du einen Zettel, so einen Wisch, bam! Das sind alle Jobs, die du machen kannst. Jetzt schau mal. Ich so, okay, was gibt's denn alles? So, okay, kreative Jobs. Brauchst du irgendwas Kreatives? Kommunikationsdesign, Produktdesign, Industrial Design, technischer Zeichner oder was war nicht das? Was ist das alles? Und irgendwie gefühlt, was ich mir alles durchgelesen habe, es klang alles gleich. Ja, du bist im Team, dann arbeitest du am Computer und dann realisierst du Projekte. So, aber das macht man ja mit allen Dingen so. Zum Glück habe ich mich dann fürs Industrial Design entschieden und bin dann halt direkt nach dem Bachelor in die Arbeitswelt gehüpft. Und ich glaube, das war schon so ein kleiner Realitätsschlag. So, bam, bam, also von 8 bis 17 Uhr. Das war schon krass, weil du sitzt da wirklich nur. Und ich habe halt nur so an der Maus gesessen und habe irgendwie Sachen gerendert und animiert und Dinge getan und designt. Und irgendwann ging das halt so voll hauch hier auf die Schulter und ich wollte irgendwie nur raus. Ich wollte einfach nur skaten. Und je mehr man skatet, desto mehr erlangt man auch die Skills und weiß auch, was für einen Stil man überhaupt tanzt. Und man fühlt sich mehr und viele Dinge kombinieren sich dann. Ne? Und dann es bildet sich dann das, was dich dann ausmacht in dieser Sphäre, wo du skatest. Und das habe ich dann sozusagen irgendwie entwickelt in der Zeit. Klar, in den Medien steht jetzt da, ja, Jam-Skaten. Aber ich würde eher sagen, dass ich so eine Mischung aus allem bin. Ich bin Rollschuhfahrer, ich tanze den Stil des Jam-Skaten, aber ich tanze auch so ein bisschen den Rhythm-Style, vielleicht ein paar Rollkunstlauf-Elemente. Und das alles bildet halt meinen Stil. Mit einer Prise Umi on top of it. Ich glaube, das war die Zeit, wo jeder Instagram hatte, so langsam. Da dachte ich so, ja, okay, will ich auch machen. Und habe dann, die ersten 3 Bilder waren halt einfach nur so typischen Bilder. Ich habe halt den anderen Leuten nachgemacht, weil ich nicht wusste, was ich sonst posten soll. Und irgendwann habe ich dann einen Rollschuh gepostet und seit dem Foto habe ich dann meine Skate-Journey dokumentiert, kann man so sagen. Und habe dann einfach weiter gepostet und habe gemerkt, dass die Leute feiern irgendwie. Und bin dann halt gewachsen. Und irgendwann war ich dann auf 70.000 und dachte, okay, ich mache ein richtig großes Giveaway, Leute. Yay! Und dann, bevor ich das überhaupt machen konnte, ist halt dieses Video explodiert. Und aus den 70.000 sind dann 200.000 und es hat nicht aufgehört. Das alles ist ja in 2 Wochen passiert oder so, ne? dieser Anstieg. Und ich habe das gar nicht wirklich wahrgenommen so richtig. Dann habe ich auch gemerkt, dass große Namen dieses Video geteilt haben. Ja, Alicia Keys, Timbaland, all diese großen Namen. Und das war schon richtig, richtig krass. Mein E-Mail-Fach war voll. Das waren so 6.000 Nachrichten oder so, ich weiß nicht, oder mehr. Ich habe versucht, alle zu beantworten am Anfang, weil ich dachte, ja, safe mate, ich kann das alles alleine, ich brauche eure Hilfe nicht. Versuche jeden zu antworten.
Da waren natürlich auch sehr große Marken dabei, die mit mir eine Partnerschaft eingehen wollten. Ich hatte keine Erfahrung, war total überfordert. Die hatten meine Nummer irgendwie, ich wurde angerufen, dass ich schnell antworten, dass sie mich, ich soll antworten, weil sie mich schnell haben wollen und da, da, da. Und dann gehst du raus, Leute erkennen dich, du gehst aus dem Haus raus, Leute sagen, boah, du wohnst ja hier. Kriegst Nachrichten, Freunde versuchen dir irgendwas zu erzählen. Ja, Umi, mach das, mach das, mach das. Und mein Arm hebt sich und meine Beine, aber irgendwie, ich komme nicht hinterher. Und es war einfach zu viel. Ich bin sehr naiv an die Sache rangegangen. Ich bin halt aufs Feld gegangen, weil ich dachte so, ach, das ist ja nur ganz kurz so. Es ist ja nur ein virales Video, das 2 Wochen hält. Und bin dann aufs Feld gegangen und hatte meine Ruhe gar nicht. Ich werde die ganze Zeit beobachtet. Von mir werden Videos gemacht, Fotos gemacht. Ich muss Fotos machen und hatte dann auch gar keine Zeit mehr für mich. Und überhaupt zu verstehen, was überhaupt passiert. Und irgendwann ist es halt so eingebrochen, boom. Wo ich dann gemerkt habe, okay, das ist größer, als ich dachte. Oh, meine Eltern finden es gut, aber ich glaube, die haben das erst nach 2 Jahren gecheckt oder so. Weil ich erzähl denen, ich zeig, oh, guck mal hier, Videos. Und dann, oh, cool. Kommt da nicht mehr? Greifst du das denn nicht? Das ist schon größer, als du denkst. Und letztens hat er mir was geschrieben, ich glaube, das war vor ein paar Monaten so, ey, hab ich im Fernsehen gesehen. Cool. Oh, ja, cool. Also ich glaube, dass mein Vater zum Beispiel so richtig sagt, so, oh mein Gott, das muss, glaube ich, irgendwas sein, dass ich vielleicht in einem Kinofilm dabei bin, sodass er das merkt, dass er das versteht. Ja. That's it. OTSS, only the strongest survive. Honda, baby. Irgendwie meine Follower total lieb und nett. Ich liebe sie, sind so supporting. Ich glaube, die einzigen Kommentare, die aufkommen können, sind vielleicht rassistische Kommentare, aber die habe ich ausgeschaltet. Ich sehe die gar nicht. Die denken, also sie schreiben es und denken, es ist öffentlich, aber es ist gar nicht öffentlich, es ist nicht da. Ich habe alles ausgeschaltet. Also das N-Wort von einem N-E zu N, man kann mir gar nichts. Wenn du nur ein N schreibst, ich sehe das nicht, ist alles weg. Ich habe alle Possibilities ausgeschaltet. Weil ich denke, das hat bei mir nichts zu suchen. Muss ich mich nicht auseinandersetzen damit. Dann folgt mir nicht, dann guckt mir nicht meine Videos an. Geh einfach weg. Frau Winter, wenn ich sie sehen würde, ich würde, glaube ich, nichts sagen. Aber wenn es dazu kommen sollte, dass wir uns mal unterhalten oder so, dann würde ich sie mal fragen, warum sie mich so behandelt hat. Und ich habe Angst, dass dann so Sachen kommen wie, war doch alles gut? Oder also immer dieses, da komme ich mir irgendwann dumm vor, weil ich denke, so, habe ich das jetzt falsch gefühlt oder gesehen? Weil sie war ja auch diejenige, die mich auf eine Sonderschule packen wollte. Die wollte mich ja total loswerden. Ne? Und bin da ganz froh, dass mein Vater dagegen gehalten hat und gesagt hat, nein, meine Tochter ist genau richtig, da wo sie ist. Muss aber auch sagen, wenn Frau Winter nicht wäre, wäre ich vielleicht nicht so stark, wie ich heute bin. Das sind ja kleine Momente im Leben, die einen so machen, wie man heute ist. Natürlich wünsche ich das keinem, aber danke, Frau Winter. Ich will mich bedanken. Danke sagen. Oh mein Gott, das ist voll die schwere Frage. Wo ist meine Heimat? Wenn ich in Senegal bin, so nach 2 Wochen denke ich so, boah, ich muss wieder zurück nach Berlin. Und dann bin ich hier und bin erstmal glücklich. Und dann denke ich so, boah, irgendwie vermisse ich so diesen senegalesischen Touch. Ich will wieder zurück. Und vielleicht bin ich einfach in so einem Mix aus beidem. Es ist so wie so eine Tafel, dann kann ich immer draufdrücken und sagen, okay, jetzt benutze ich halt den deutschen Spice. Und jetzt benutze ich halt den senegalesischen Spice. Es ist halt immer so abhängig. Und je nachdem, wie, was für Erfahrungen ich gesammelt habe, drücke ich halt auf die Knöpfe. Und ich kann das halt nicht so richtig beschreiben oder sagen, wie sehr ich was bin, weil ich denke, dass ich beides bin. I'm a Berlin girl, because I am, 100%. But also 100% a Senegalese chocolate, because I look like it. Sometimes I act like it, but I act more like a German. Or Berlin girl.
Meine Eltern haben sich immer darüber beschwert, ja, rede doch mal Wolof, das ist die Sprache in Senegal. Ich so, ja, aber ihr sprecht doch eh auch Deutsch mit mir, was soll ich denn antworten? Und meine Eltern waren halt wirklich ein gutes Beispiel, die Sprache in dem Haushalt zu halten, aber da haben wir halt nur Deutsch gesprochen.